Im Konzentrationslager Majdanek waren schätzungsweise 170.000 Menschen inhaftiert, von denen rund 80.000 ums Leben kamen. In den 3 Jahren des Bestehens wurde das Lager zeitweise auch als Vernichtungslager eingesetzt, in dem die Häftlinge systematisch durch Gaskammern oder Massenerschießungen ermordet wurden. Unter den Insassen galt Hermine Braunsteiner als die grausamste und brutalste Aufseherin, welche eine Vorliebe dafür hatte, Häftlinge mit eisenbeschlagenen Stiefeln zu Tode zu treten und dafür den Spitznamen Trampelnde Stute oder Trampelnde Bestie von Majdanek verliehen bekam. Braunsteiner war für unzählige Morde und Misshandlungen an den Gefangenen verantwortlich, schlug sogar Dutzende Kinder zu Tode oder schickte diese direkt in die Gaskammer und war allgemein an der Selektierung von zehntausenden Menschen beteiligt. In diesem Video geht es um die grausamen Verbrechen von Hermine Braunsteiner und der nach dem Krieg stattgefundenen Anklage sowie Bestrafung dieser Verbrecherin. Hermine Braunsteiner wurde am 16. Juli 1919 als Tochter eines Metzgers in Wien geboren. Sie besuchte die Hauptschule, arbeitete danach als Haushaltshilfe, wobei sie 1937 nach England auswanderte und im Haushalt eines amerikanischen Ingenieurs arbeitete. Im Rahmen des Anschlusses bekam Braunsteiner die deutsche Staatsbürgerschaft und sah dies als Chance, im aufstrebenden NS-Deutschland eine bessere Anstellung zu finden. Sie zog nach Berlin und nahm dort einen Job in einer Manufaktur der Heinke Flugzeugwerke an. Braunsteiner gab sich mit der Bezahlung jedoch nicht zufrieden und sah sich nach Alternativen um. Sie bewarb sich erfolgreich auf den gut bezahlten Job der Aufseherin im KZ Ravensbrück und wurde ab dem 15. August 1939 offiziell im Lager eingestellt, wobei sie von der späteren Oberaufseherin Maria Mandl ausgebildet wurde. Das KZ Ravensbrück war das größte Konzentrationslager für Frauen zur Zeit des Nationalsozialismus. Zwischen 1939 und 1945 waren hier insgesamt 132.000 Frauen und Kinder interniert, von denen schätzungsweise 28.000 ums Leben kamen. Im Lager herrschten menschenunwürdige Lebensbedingungen. Die Häftlinge mussten tagtäglich harte Arbeit ausüben, bei gleichzeitig unzureichenden Essensrationen, und waren tagtäglich Misshandlungen und Schikanen ausgesetzt. Insbesondere, wenn sie die fast unmöglichen Vorgaben der Lagerverwaltung nicht erfüllen konnten. Viele Insassen wurden mit Stöcken oder Peitschen zu Tode geprügelt, in systematisch durchgeführten Massenerschießungen ermordet oder kamen durch grausame medizinische Menschenversuche ums Leben. Hermine Braunsteiner übte ihren Job als Aufseherin mit ausgesprochener Brutalität aus und stieg innerhalb der nächsten 3 Jahre rasant innerhalb der Lagerränge auf. Im Oktober 1942 hatte Braunsteiner eine Auseinandersetzung mit ihrer ehemaligen Ausbilderin und aktuellen Oberaufseherin Maria Mandl, was diese dazu veranlasste, sich in ein anderes Lager versetzen zu lassen. Hermine Braunsteiner kam ins Konzentrationslager Majdanek, in welchem sie innerhalb kürzester Zeit zur brutalsten und grausamsten Aufseherin werden sollte. Das KZ Majdanek bestand von Oktober 1941 bis Juli 1944 und wurde als Konzentrations- und zeitweise auch als Vernichtungslager eingesetzt, wobei ca. 80.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Die überwiegend jüdischen und polnischen Inhaftierten wurden als Zwangsarbeiter unter menschenunwürdigen Bedingungen eingesetzt. Essensrationen reichten kaum zum Überleben und viele der Insassen verhungerten einfach. Gleichzeitig fanden von 1942 bis 1944 phasenweise immer wieder Massenhinrichtungen statt, in denen tausende Häftlinge systematisch ermordet wurden. Zwischen September 1942 und dem Oktober 1943 sollen zudem insgesamt 3 Gaskammern zur Massentötung der Insassen verwendet worden sein. Nach ihrer Ankunft im Lager war Braunsteiner an der Selektion der zu vergasenen Frauen beteiligt, wobei sie die Personen mit Schlägen zu den Lastwagen trieb, welche die Gefangenen zu den Gaskammern brachten. Dabei soll sie besonders brutal vorgegangen sein.
einige Menschen sogar zu Tode geprügelt haben und es besonders auf Kinder abgesehen haben. Viele Augenzeugen berichteten später davon, dass Braunsteiner Kinder an den Haaren festhielt und diese dann in die Lastwagen schmiss, auf denen die zu ermordenden Personen geladen wurden. Ein Kind war von seinem Vater im Rucksack versteckt worden, als dieser im Lager ankam, was jedoch von der Aufseherin entdeckt wurde. Daraufhin prügelte Braunsteiner auf das weinende Kind ein und trieb dieses vor den Augen der Familie in die Gaskammer. Kinder waren in ihren Augen nutzlose Esser und wurden schon bei kleinsten Vergehen ausgepeitscht und geschlagen. Beispielsweise, wenn diese zu hastig aßen oder ihre Häftlingsnummer nicht richtig angenäht hatten. Braunsteiner war dafür berüchtigt, regelmäßig Wutanfälle zu bekommen und wie eine wilde Furie auf die Insassen einzuprügeln. Sie hatte dabei eine Vorliebe dafür, Häftlinge mit eisenbeschlagenen Stiefeln zu Tode zu treten und bekam dafür den Spitznamen Trampelnde Stute oder Trampelnde Bestie von Majdanek verliehen. Im Januar 1944 wurde Hermine Braunsteiner nach Ravensbrück zurückversetzt und wurde dort gegen Kriegsende sogar zur Oberaufseherin befördert. Nach der Auflösung des Lagers Anfang Mai 1945 floh sie nach Wien und versuchte sich so der Justiz zu entziehen. Sie wurde rund ein Jahr später verhaftet und verbrachte danach 2 Jahre in verschiedenen Kriegsgefangenenlagern, bis sie 1949 vom Landgericht für Strafsachen in Wien angeklagt wurde. Dabei wurden ihr aber lediglich die in Ravensbrück verübten Verbrechen zur Last gelegt. Ihre unzähligen, in Majdanek begangenen Gräueltaten spielten im Prozess keine Rolle und Braunsteiner wurde lediglich zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Doch selbst diese in Relation zu ihren Taten mickrige Strafe musste die ehemalige Aufseherin nicht absitzen, wurde nach nur einem Jahr bereits entlassen und genoss im April 1950, keine 5 Jahre nach Kriegsende, ihre Freiheit. Hermine Braunsteiners Taten gerieten in Vergessenheit. 1958 wanderte sie zusammen mit einem US-Soldaten nach Kanada aus. Spätestens jetzt wird sich die ehemalige Aufseherin in Sicherheit gewiegt haben. 1964 wurde sie jedoch von einem bekannten Nazi-Jäger ausfindig gemacht, welcher daraufhin die Presse kontaktierte und den Fall publik machte. Es dauerte aber weitere 9 Jahre, bis Braunsteiner verhaftet und am 7. August 1973 als erste Kriegsverbrecherin überhaupt von den USA nach Deutschland ausgeliefert wurde. Sie wurde am 26. November 1975 im Rahmen des 3. Majdanek-Prozesses angeklagt, wobei ihr offiziell gemeinschaftlicher Mord in 1181 Fällen und Beihilfe zum Mord in 705 Fällen vorgeworfen wurde. Braunsteiner bestritt alle ihr zur Last gelegten Anschuldigungen und zeigte sich allgemein sehr desinteressiert, löste während der Verhandlung Kreuzworträtsel und war die meiste Zeit schweigsam. Sie zeigte keinerlei Anzeichen von Reue oder Mitgefühl, nannte sich selbst nur ein kleines Rad im Getriebe und war sich keiner Schuld bewusst. Aufgrund der Unmengen an Zeugen und verwerteten Beweisen gilt der Prozess als aufwendigstes und teuerstes Verfahren in der deutschen Geschichte. Die Urteile wurden erst nach einer Prozessdauer von 5 Jahren und 7 Monaten gesprochen. Hermine Braunsteiner wurde am 30. Juni 1981 zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt und bekam damit die in der Bundesrepublik Deutschland zulässige Höchststrafe. Doch bis an ihr Lebensende musste die ehemalige Aufseherin nicht hinter Gittern sitzen. Sie wurde 1996 wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes begnadigt. Braunsteiner starb am 19. April 1999 im Alter von 79 Jahren in Bochum. Wie viele andere Kriegsverbrecher der NS-Zeit konnte Hermine Braunsteiner der Justiz entgehen und genoss jahrzehntelang ein freies und unbeschwertes Leben. Man fragt sich, wie es sein kann, dass eine so brutale und skrupellose Aufseherin nach dem Krieg mit nur einem Jahr Gefängnis davonkommt
Und das, obwohl zahlreiche Zeugen aus Majdanek vorhanden waren. Hermine Braunsteiner wurde letztendlich doch noch verurteilt. Aber diese viel zu späte Bestrafung wurde den unzähligen Opfern kaum gerecht.